Mut, Kreativität und Leidenschaft. Spannend, lehrreich, inspirierend. Zuhören, zuhören, zuhören. Neu und sehr interessant. Freiheit, flexibel, Zufall. Gemeinsam musizieren. Lauschvisite veranstaltet seit 2017 Konzerte mit aktueller, experimenteller Musik in Montabaur und Umgebung. Die Leute hier nehmen das gut an, die sind sehr neugierig auf diese ganz besondere Musik, die sehr selten in der Kulturlandschaft ist. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass sich diese Art experimentelle Musik ganz anders erschließt, wenn man sie mal selber macht. Deshalb war es mir ein Anliegen, mal ein Angebot zu schaffen für Hobbymusikerinnen und Musiker in der Region aus allen künstlerischen Backgrounds, also vom Blasorchester über die Klassik bis zum Rock-Pop-Bereich, wo die mal zusammenkommen können und mit dieser Musik experimentieren. Und dafür bietet das Soundpainting ganz tolle Möglichkeiten, weil es halt eine ganz universelle Sprache ist, mit der man gemeinsam musikalisch ins Gespräch kommen kann. Als Soundpainterin finde ich es einfach großartig. Ich sehe das Ensemble immer wie mein Instrument, wie so ein Überraschungsinstrument, mit dem ich einfach spielen kann. Es ist ein großes Spiel auch und das ist schon, ja. Ich war total fasziniert davon, wie man mit anhand von Gesten halt eine ganze Gruppe anleiten kann und durch ein etwas Eigenes kreieren kann mit Musik, sei es mit Geräuschen oder Tönen. Was ich pädagogisch sehr gut finde, ist, dass man einfach Mut lernt oder man lernt einfach mutig zu sein und Dinge durchzuziehen, die man angefangen hat. Ich persönlich habe sehr viel als Performerin gelernt durch Soundpainting, wirklich das weiterzumachen, was ich angefangen habe, diese Idee weiterzuentwickeln. Einzigartig finde ich auch, dass ich als Soundpainter mich mit einer unglaublichen Vielzahl von Klängen selbst beschenken kann, dadurch, dass ich so ein Ensemble anleite. Für mich war neu, dass man keine Noten braucht, um gute Stücke und schöne Stücke zu machen. Und es spielt nicht jeder für sich, sondern alle spielen zusammen. Das
Besonders überrascht hat mich, wie man eigentlich dann auch das Dirigieren selbst einfach mal ausprobieren konnte. Also wie leicht das dann auch ist, einfach ein Orchester zu steuern und was für völlig neuartige Klänge da rauskommen. Sehr gerne noch mal das machen und ich würde das auch vor allem sehr, sehr gerne mal länger machen und dann auch mal schauen, ob man irgendetwas vertonen kann, damit einfach unterlegen kann und dann auch mal ein längeres Konzert daraus machen kann. Was für mich heute besonders neu und besonders aufregend war, war, wie das funktioniert, selber eine Gruppe mit dieser Technik zu leiten. Das fand ich super spannend. Also ich überlege, inwieweit das in der Schule im Unterricht einsetzbar ist. Und selber so ein Orchester zu gründen, wäre eine tolle Sache. Bei Improvisation ist es so, dass ich eigentlich Zeit bekomme, auch ein ganzes Stück zu entwickeln. Sehr schön finde ich, dass es so eine gemischte Truppe ist, also aus Leuten, die schon in der freien Improvisation erfahren sind und Mitspielern, die das zum allerersten Mal machen und sich das Ganze so gegenseitig befruchtet. Und ganz besonders toll fand ich, wie viel Mut und auch Freiheit diejenigen entwickelt haben, die das zum allerersten Mal machten, als sie hier vorne standen und das Orchester dirigiert haben. Das war für mich, hat mir nochmal ein ganz neues Selbstbewusstsein gegeben, einfach da vorne zu stehen und du weißt jetzt, okay, da ist jetzt eine Gruppe und die leitest du jetzt mit Hilfe deiner vorgegebenen Gesten quasi an.